Konnichiwa, YouTube, hier ist wieder euer Jigatobi und herzlich willkommen wieder zurück zu Final Fantasy VII HD Remake. Und ziemlich gefailed gehabt im letzten Part gegen den Boss. Der war recht stark. Und ist eben halt der. Ich glaube, ist das der erste oder zweite Boss? Weiß ich auch nicht, auf jeden Fall hier bei CD2. Ja, CD2 wird nicht mehr allzu lang, so wie. CD1. CD1 fand ich recht lang. 2 geht noch eigentlich und 3 ist eigentlich jetzt nicht mehr so lang, auch wo man jetzt nach den Bossen geguckt hat, also sprich den CDs, kann man eben halt auch noch gucken, welche Bosse eben halt enthalten sind in welche CDs. Ich denke mal, wir setzen einfach mal Udin ein und ich glaube hier das eine da wird er geheilt. Ich glaube, das setze ich das nicht ein. Ich habe da dazugelernt. Okay, jetzt können wir nichts machen. Gerade hier am Attacke einsetzen da. Uden! Oh yeah! Auch ein bekannter Beschwörungskreatur. Auch sehr schön anzusehen bei Final Fantasy 13. Bei 13.2 sieht man ihn ja auch nochmal wieder. Bam! Ich weiß nicht, ob das auch bei Lightning's Return nochmal vorkommt. So, hier, ich will den Feuerdrachen links angreifen. Gigantische Bestie. Komm, heil dich mal bitte. Bam. Ah, heil dich. Yeah. Ah, Energie. So. Okay, okay. Machen wir alle mal Hast. Dann heile ich nochmal hier Vincent. Er wird immer angegriffen hier. Der arme Vincent. Gileadische Bestie da, wie das heißt. Dann machen wir mal bei ihm Gemach. Jetzt verwandelt er sich wieder. Oh, ich raste aus. Gewaltige Bestie. Bäm. Oh Mann. Komm schon, mach mal kritisch Treffer hier bitte. Ah. Wenn dieser Form ist, ist er recht stark. Ja, Mann, Monsterflamme ist richtig geil. Okay, der eine Kopf heilt sich da wieder. Oh. Comet! Comet ist echt geil von Cloud. Der ist gut, der ist wirklich gut, Comet. Ohne Scheiß, Leute. Comet bockt wirklich. Oder auch anders als er jetzt hier Asteroid und so, aber ja. Comet ist eben halt nice. Oh, jetzt kommt der wieder mit der Attacke an hier. Da füllt er uns. Wow, einen ganzen Limit auf. Also man muss schon recht guten Level haben. Oh, ein Yeah noch erreicht. Weeden Slash. Fausthagel. Und gleich Seitentritt oder wie das heißt. Also, ne, Rückwärtssalto, okay. So, dann Analyse. Soll ich jetzt nochmal Bahamut einsetzen oder soll ich das erstmal sein lassen? Keine Ahnung. Blitz 2. Okay. Yeah. Boom. Konnte wieder mit seinen Flammen. Ganz schön heiß, ey. Nochmal Komet. Wie das aussieht, ey. Au. Leute, verheil mich mal bitte.
Der setzt jetzt aber jetzt gerne oft ein oder so. Hallo. Und kommt eigentlich Tiffer jetzt mit Analyse. Mit der Analyse. Wieder Comate. Boom. Ach, es macht einfach Spaß. Ach komm, jetzt setzt ihr das ein. So, Seitenhieb. Weedon, Silent Slash. Bam. Setzt seine Attacke. Achso, ich dachte, er setzt sein Dings da ein. Mit den Erdbeben. Mann, wann ist denn dieser eine Kopf da K.O.? Oh ne, die ist mies, die ist mies. Die ist mies. Ah, wie das abzieht. Okay, 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 okay. Scheiße! Hilfe! Oh. Das ist eine, die eine Blitzattacke ist voll stark. Heilung. Wie die Bestie am Ausrasten ist. Wir erreichen immer schnell unser Limit. Nein, oh. Oh, wir haben ihn besiegt! Jawohl. Ach, der wollte sich selber noch in der Luft jagen oder was? Der wohl nicht so funktioniert. Drachenzahn. So, oh, Boss besiegt. Oh, wo sind wir jetzt? Klettern? Gucken wir mal, was uns da erwartet. Oh, Mann. Der Berg wäre erschwerlich. Ich hoffe, jetzt haben wir unser Ziel erreicht. Oh, komm schon, Cloud. Ja, fast geschafft. Ah, komm schon. Wir haben es fast geschafft. Komm, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Oh, wir können sogar noch laufen hier, oder was? Wow. Gucken wir mal. Ein alter Krater. Etwas fiel vom Himmel und zerschellte hier. Hinterließ eine Narbe auf dem Planeten. Er hat Unmengen Energie angesammelt, um sich zu heilen. Sephiroth nahm diese Energie und versucht, den Meteor zu benutzen. Beim nächsten Mal wird sie nicht so klein ausfallen. Übler Typ. Wenn er allein schon so viel Schaden macht, wie soll er denn der nächste sein? Oh. Zurück zu Sephiroth. Oh. Oh, wow. Das sieht aber schon recht gefährlich aus. Hm. Es ist Zeit, um mit Sephiroth abzurechnen, oder? Auch ich habe vieles wegen Sephiroth verloren. Los geht's. Na gut. Dann gehen wir mal hin. Oh. Lüchen. Schwupp. Ah, was liegt denn da?
Neo Bahamut. Oh, nice, nice, nice. Bahamut, Neo Bahamut. Mama. Und ein Speicherpunkt. Oh nein, Cloud. So. Dann lassen wir uns mal heilen, wieder mit Zelt. Ach, schade, geht nicht. Warum nicht? Hä? Ach, da. Jetzt glaube ich, denke ich mal. Jetzt können wir. Ja. Alles heilen. Speichern. Mal kurz warten. Warten, 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 warten. So. Und schwupp. Ach. Ah. So ist das also. Hinten müssen wir hin. Schwupp. Und hopp. Wow. Das ist. Ah, Shinra. So, endlich habe ich dich. Ja. Das ist unglaublich. Das ist das verheißene Land, nach dem der Präsident gesucht hat. Aber ich werde der sein, der es bekommt. Auch so habgieriger, eingebildeter Schnüssel. Irrtum, alter Mann. Dieses Land gehört niemandem. Hier wird die Versöhnung stattfinden. Alle werden hierher kommen. Ich frage mich, werden wir Sephiroth sehen? Fragt der Professor Joho. Wow. Weitere Leute. Wir müssen rüber. Solange es windstill ist, sonst werden wir weggefegt. Ja, dann lass uns mal loslegen. Oh. Toll. Ah. Was haben wir als Feind? Komm mit Limit drauf. Heil Slash! Oh Mama, Mama. Au. Was können wir nur dagegen tun? Bam. Ether? Sephiroth! Mann! Oh! Das hat sich das schon allmählich immer mehr gelegt. Ach, wir müssen dreimal gegen welche Viecher kämpfen. Ja, okay. Was denn jetzt? Ja, klar. Oh.
War ganz schön viel Leben abzubekommen. Oh, immer noch. Aber das war doch erst vorher so mild. Ah, vielleicht müssen wir auf den richtigen Zeitpunkt warten. Das könnte der Grund sein. Wir warten einfach mal ab. Jetzt. Ah. Alles klar. Oh, da sind ja noch mehr. Die ganzen Kultisten hier. Einige fallen auch schon hier um, die es nicht mehr schaffen. Und da fallen noch welche runter. Ah, unfähig. Sei mir für eine Bestie. Schlaf. Nein. Oh nein. Eingeschlafen. Unsere Tiffer. Mann. Blöde Bestie. Scheiße, hä? Nix da. Hey. So, jetzt gibt's Prügel von Tiffa. Oh, und die hat richtig Power. Die richtiger Tank ist Tiffa, finde ich. Also schon wesentlich mehr als Claude. Obwohl Claude auch nicht wirklich schlecht ist, aber ich weiß nicht, Tiffa haut immer mehr rein. So, gucken wir mal. Ich denke mal, das wird bestimmt für Tiffa sein. Allein schon Kaiserfaust. Und schwupp. Und dann ist der GKO. Da laufen dann auch noch die ganzen nach oben, wo wir auch hin müssen. Oh, das sind, dass die Wege immer so ein bisschen so schlangenförmig sein müssen, weil. Oh Mann. Oh, was haben wir denn hier? Hier habt ihr mal. Nun kann ich nicht Komet auf alle machen. Hä? Ist das falsch ausgewählt? Muss ich nochmal schauen. Weil eigentlich muss ja Komet für alle zählen. So wollte ich das jetzt machen. Eigentlich für alle. Level up! Was ich nicht verstehe, warum geht nicht dieses Zauber nicht auf alle? Keine Ahnung, ey. So. Da.
Maya. Mal schauen, ob das so funktioniert, wie ich das jetzt so ausgewählt habe. Zwei Stück. So. Geht immer noch nicht. Hey, what the fuck? Da kann man nur erst eins, keine Ahnung. Au. Ja, immer auf Tiffer, Mann. Ja, ist doch gut. Mann. Dreimal hintereinander, ey. Ist doch eine Übertreibung hier. Und Level auf. So. Wow, was für ein Irrsinn hier. Na. Nervige Kreatur. Ja, schick mich im Schlaf. Ah. Cool. Tja. Bam. So. Oh, schon wieder sowas hier. Was für Schutzschilde oder irgendwelche Schutzdinger so um... Ah! Das ist das Ende für euch alle! Oh. Sephiroth! Das ist das Ende. Du hast recht, mein Körper hat seine Aufgabe beendet. Er ist verschwunden. Er kann immer noch in der Nähe sein. Wo steckt der nur? Unser Ziel ist es, die schwarze Materie zu unserem Meister zu bringen. Unser... Bleib wachsam, man weiß nie, wann Sephiroth auftaucht. Ja, das stimmt. Ja, ist doch gut hier. Darf ich mal laufen hier, oder was? Was geht da ab, ey? Der Jinovas Zellen trägt. Meister. Oh mein Gott, ey. Was ist da jetzt? Ah, natürlich Sephiroth. Boah. Alle drei. Oh, kämpfen wir jetzt gegen Sephiroth. Nee, Jinova. Nächster Boss. Beschwören. Er ist ja stumm. Oh nein. Bahamut und Neo Bahamut. Hau mal rein, Bahamut. Volle Dröhnung.
Neo Bahamut. So geil, diese 10. Aber Bahamut hat irgendwie schon richtig krasse Dinger. Da haben wir jetzt nur Neo Bahamut. Ihr kennt ja den zweiflügigen, den ihr erstmal gesehen habt. Das ist der vierflügige und dann gibt es dann noch den sechsflügigen. Voll übertrieben, ey. Oh. Au. Schon wieder? Ich glaube, wir müssen mal gleich mal Hast einsetzen, ey, oder so. Oh nein. Fuck. Phoenix wieder da. Wahrscheinlich schon wieder. Ha. Komm schon. So. Analyse, bitte. Ah. Oh Mann, ey. Ist doch gut. Ha! Analyse! Mal gucken, 55. Oh, hat noch 1000 Leben, what the fuck? Nicht mehr so viel. Oh. So, Tiffa, bring das jetzt nun zu Ende, Schätzlein. Hau ihn weg. Zack! Okay. Wow, nee, doch nicht. Oh, Alter, 25.000 Leben. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hast. Nein, ey. So. Komet. Damit ein rotes Licht. Ich muss mal kurz bei dem Boss gleich nach diesem Part, wenn ich den besiegt habe, Monsterflamme. Komet.
Ja, wir haben ihn besiegt. Ba, 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 ba. Schön. Spiegelring. Genovas Zellen. So ist das also. Die Wiedervereinigung. Nicht Sephiroth? Du meinst, es war nicht Sephiroth, den wir auf den Fersen waren? Ich erkläre es später. Im Moment habe ich nur eins im Kopf, Sephiroth zu besiegen. Aber Sephiroth ist... Er ist hier. Der echte Sephiroth ist direkt da. Es ist boshaft und grausam. Aber es setzt eine starke Wille im Inneren der Wunde des Planeten frei. Schwarze Materie. Die Schwarze Materie ist wieder unser. Jetzt müssen wir nur noch Sephiroth besiegen. Wir sollen die Schwarze Materie nicht länger behalten. Warum geben wir sie jemandem zum Aufbewahren? Zum Aufbewahren. Ja, gute Frage. Wen sollen wir das geben? Können wir hier weiter? Wie sollten die... Okay. Du meinst, wir sind nicht Sephiroth gefolgt? Ja. Ich soll die Schwarze Materie an mich nehmen? Okay, ich verstehe. Ich gebe es niemanden. Ich verlasse mich drauf. Sei vorsichtig, Cloud. Und dürfen wir jetzt gehen? Nein. Los, suchen wir Sephiroth. Wir gehen zuerst. Ihr bleibt hier und haltet Wache. Jawohl. MP-Turbo. Was bringt denn MP-Turbo? Ah, warte mal. Aha. Oh, noch so ein Speicherpunkt. Haha. Können wir wieder das Zelt einsetzen? Und speichern.